Sehr gut, wir können sehen. In der nächsten halben Stunde geht es um KI, soweit ich das gelesen habe, was mich persönlich sehr interessiert natürlich als Informatiker. Und freue mich auf den Vortrag. Jetzt hören Sie mich? Wir hören Sie sehr gut. Gut, okay. Das Screen ist auch, also bis auf unten, diesen unteren Bereich, die untere Leiste, die bleibt stehen, oder? Oder die unteren Leisten, die zwei? Ich wollte sagen, weil die sehen Sie ja mit, nehme ich an, oder? Wir sehen es mit. Darum frage ich, wenn wir die ganz wegkriegen. Ich sehe keine Leiste. Also wir sehen den ganzen Bildschirm. Wir sehen okay, einfach sehen den Browser. Na gut, eigentlich nur den Browser. Gut, und komplett. Also gut, dann gehen wir es an. Jetzt zum Beispiel sehen Sie komplett die Schulen des BFI. Genau. Und Sie sehen die meine dargestellte Leiste von Zoom. Bitte? Der Ton macht jetzt gerade Probleme. Sie sehen meine dargestellte Leiste von Zoom nicht. Nein, Sie haben, glaube ich, das Fenster Hallo, einfach freigegeben. Ich werde gehört. Ja, Sie werden jetzt wieder gehört. Wir sehen okay. Die Zoom-Leiste von Ihnen nicht. Sie haben nur Ihr Browserfenster freigegeben und nicht den ganzen Bildschirm. Ja, ja, aber passt das? Reicht das Browserfenster? Wenn Sie alles im Browser darstellen, ist das für uns toll. Ja, ja, ich bin im Browser, genau. Gut, dann beginne ich. Mein Name ist Franz Ramsdorfer. Und ich bin Unterrichtender sozusagen mit Wirtschaftspädagogik an den Schulen des BSI und Soziologe von der WU und kümmere mich besonders auch darum, wie bringt man oder habe ich die künstliche Intelligenz besonders in die Hack gebracht. Und wir sehen dann ein bisschen aus dem ganzen Bericht den Bogen. Wir haben begonnen mit der Eurocode Code Week 2017. Das war sozusagen der erste Einstieg. Hier kurz ein Bild dazu. Unser Landesgeschäftsführer und vor allem, wir haben damals begonnen, zusammenzuarbeiten auch mit dem Kindergarten, mit dem Bildungsdirektor und haben hier damit den Pepper eingeladen. Das war so der Einstieg, damit die Schülerinnen verstärkt auch Einblick bekommen, wie man sozusagen auch produziert. Also es geht ja darum, nicht nur jetzt besonders sich beim Coding um Schleifen zu kümmern, sondern wie wird im Zusammenhang für uns in der Hack auch damit produziert oder komplett neu produziert im Sinne einer durchgängigen Wertschöpfungskette. Haben Sie das so gehört? Hallo? Ja. Okay, also ich frage nur, Sie haben es gehört? Ja, wir haben es gehört. Es ist nur teilweise der Ton unterbrochen, aber es war bisher alles verständlich. Okay, ja, dann ich frage ein bisschen. Aber wir sehen Sie nicht. Falls das gewollt ist, ist es okay? Nein, es ist jetzt nicht wichtig, dass Sie mich sehen. Dann spare ich sozusagen ein bisschen Ladezeit. Gut, der nächste Punkt ist dann, das waren 2017. Der nächste Punkt war dann 2019. Da sind wir schon übergegangen und haben begonnen, die erste Veranstaltung zur künstlichen Intelligenz an einer Hack zu veranstalten im Rahmen der MINT-Tage. Zuerst habe ich mit den Schülern teilgenommen mit einem Projekt mit Scratch. Wir haben ein Game gebastelt. Hier das Foto bei den 4 Game Changers. Da haben wir gewonnen mit der Frau Digitalministerin. Das war das Thema, dass wir Knight of the Sword. Wir haben zwei Spiele abgegeben. Eins hat davon gewonnen.
Und das war sozusagen im Rahmen hier, dann auch anschließend noch mit dem Direktor. Das war also so der Weg, wie wir dort hingekommen sind. Und dann haben wir uns darum gekümmert, wer in Wien ist, dem kann ich empfehlen hier, wir waren beim Lasercutter an der TU, also Entschuldigung, am Technischen Museum und haben dann hier zum Beispiel Apple besucht, den Apple Store kann man ganz gut besuchen. Und hier war dann der MINT-Tag, Mathematik, Informatik, je nachdem, mit Deutsch dazu. Und haben hier, das war so ein bisschen nicht ganz einfach, wir haben Elemente, das kostet 500 Euro, vom Technischen Museum an die Schule bringen lassen und haben wiederum zusammen aber gearbeitet mit einer Volksschule, digitale Kompetenzklasse von der Frau Zuliani und haben dann hier mit einer Physikprofessorin, mit der Sektionsleitung aus dem Ministerium einen MINT-Tag entwickelt, um positiv gemeinsam alle als Klassen, mit verschiedenen Lehrerinnen und auch schulübergreifend und besonders in E-Education weiterzuarbeiten. Das war also unser wichtiger Aspekt dazu. So, und dann haben wir sozusagen so abschließende Veranstaltung, weil wir BFI heißen, haben wir das dann genommen, We Build Future Intelligence. Und haben hier dazu zum Beispiel mit der Qualitätsmanagerin eine Veranstaltung Ende Juni, dann, wo wir dann die ganze Arbeit sozusagen, hier haben wir zum Beispiel dann einen Wikipedia-Eintrag bekommen, weil wir künstliches Raspberry Pi mit einem Controllerboard, das war sozusagen so der Einstieg dazu und haben dann die Schülerinnen dazu referieren lassen. So ist es also mit der Zeit entstanden, warum wir dann immer mehr, das ist dann Tensor Playground, das werde ich dann noch zeigen, vom inhaltlichen Aspekt her. Und haben dann jetzt heuer sind wir dann eingestiegen, die Bildungsdirektion hat ausgelobt ein Projekt Girls in STEAM, Mädchen in die Technik. Und das haben wir dann, dann wird dann hier teilgenommen. Am 18.10. hat es am Campus gegeben, einen Hackathon, den haben wir nicht gewonnen, wir waren der Erste. Und haben jetzt, aber wir haben davor, und das ich dann noch in OpenSAP, einen Kurs gemacht und es wurde über Harmony CB die erste App produziert. Aber es war recht ein großes Erlebnis für Schülerinnen aus der ersten Klasse, bereits bei so einem Campus-Wettbewerb mit Digital AG, habt ihr jetzt noch nie mehr in Betriebswirtschaft zu haben. Und dann haben wir mit dem Kollegen Gras gemeinsam also zwei Schulen sozusagen am entferntesten eine Kooperation zur Medieninformatik gearbeitet, indem wir gemeinsam im Rahmen der Datifizierung des MOOC Design Thinking absolviert haben. Das haben wir gemacht besonders vorher, bevor wir den Kurs gemacht haben, bevor wir teilgenommen haben, haben wir hier teilgenommen. Ich habe das bereits geöffnet. Also hier sehen Sie Kurse zu künstlicher Intelligenz in OpenHPI, die gratis sind, wenn Sie sich anmelden.
die wir besucht haben oder da, wo wir teilgenommen haben, beziehungsweise man kann dann auch, welche in OpenSAP, also es gibt OpenHPI. Da war eben der Kurs, wo wir dann weiter, also eingestiegen sind. Heuer haben wir gemacht Facilitated Remote Collaboration like a Pro. Den haben wir besonders besucht für Business Behavior. Weil man, ich habe zuerst auch gefragt, in welche Lernschiene passt das für welche Klassen. Und Exploring the World of AI, das ist auch ein KI-Kurs. Aber besonders haben wir voriges Jahr mit einem Chatbot gearbeitet und haben über SAP einen Chatbot bei uns für die Schulen gebaut. Der Chatbot, der beginnt so, ich habe ihn hier eingepflegt. Wenn Sie das sehen, also wenn Sie in der Edothek, das war jetzt sozusagen das Semester die Arbeit, wenn Sie in der Edothek eingeben, Mappe und Digitalisierung, dann kommen Sie komplett auf diese 50 Suchinhalte. Hallo, hört man mich? Wir hören Sie gut. Also das sind die 50 Suchinhalte. Und die 50 Suchinhalte, man kann sie nicht ganz sozusagen in der Reihenfolge anbieten. Darum habe ich es Ihnen generell, wie wir dazugekommen sind, wie wir sie einsetzen. Und Bereich Digitalisation und künstliche Intelligenz angegeben. Beginnt mit dem Professor, wie wird die künstliche Intelligenz besonders die Wirtschaft verändern? Hier sind zum Beispiel 42 New Professionals of Tomorrow angegeben, was für eine Hack entscheidend ist. Meine Schüler jetzt aus einer ersten zum Beispiel werden 2070 in Pension gehen. Dadurch kann man auch schon durchaus über den Quantenrechner mit ihnen sprechen. Sie werden das gut erleben. Es sind ganz wichtige Möglichkeiten, komplett neue Jobs einzugehen. Und die sind recht gut. Es wird zum Beispiel einen, was kann man sich vorstellen, von einem Officer für Artificial Intelligence, Data Detective kennt man, aber es gibt zum Beispiel Ethical Source Officer, die EU versucht ja mittlerweile die KI auch ethisch zu unterlegen, hier Artificial Intelligence Business Development Manager, also hier kann man sich anschauen, welche verschiedenen Berufsbereiche und warum braucht man dafür besonders, was in einer Hack möglich ist, ja. Man kann durchaus hingehen bis zu, die erste Stufe beim Artificial Intelligence ist ja Supervised Learning und Supervised Learning bringt man durchaus mit Vektorrechnern, mit Skalarprodukten und Matrizen gemeinsam mit dem Mathematiker so weit voran, dass man die SchülerInnen davon ja, überzeugen oder informieren kann, dass sie verstehen, was dahinter passiert. Und genau. Sie werden, alle werden wahrscheinlich gerne eine Arbeitswelt in, also die betriebliche, das haben wir, so, machen wir so. Genau, also die, wir haben dann den Chatbot gebaut. Ich komme dann noch zum Produkt vom Chatbot. Ich möchte nur zeigen, dass also zum Beispiel mittlerweile auch das Finanzministerium einen Chatbot hat. Also da geht es eigentlich darum, den Schülerinnen zu erklären, warum der Chatbot hier nach einer Wissensgrafik funktioniert. Und wie man eine Wissensgrafik aufbauen kann. Und hier in dem Fall ist es super, weil es, so wie vorher die Rednerin gesagt hat, es gibt recht wenig für den kaufmännischen Bereich, aber hier beim Finanzministerium, es gibt da noch einen zweiten, es ist der Fred, und dann gibt es auch noch einen, die Mona, glaube ich, oder Moni, Mona heißt sie, von der USP, da kann man auch noch einmal nachschauen, das ist aber die ähnliche Struktur, und der braucht nämlich auch nicht datenschutzkonform zu sein, sondern er verlangt nämlich über kein, also er hat kein
kein Formular, wo Sie sich irgendwie anmelden müssen. Das ist also positiv die einfachste oder billigste Form. Und wir haben ihn gebaut hier mit Conversational AI von SAP. Ich bin schon eingestiegen. Da gibt es zwei Varianten. Ich habe Ihnen hier eine hereingehangen. Falls Sie etwas sagen, wir hören Sie jetzt nicht mehr. Moment, ja, nein, genau. Ich wollte nur hier den Chatbot zeigen. Hier ist die erste Form, wie man nämlich mit Chatbots von SAP die ersten Tutorials machen kann. Also die funktionieren, je nachdem wie viel Platz man hat, auch in der zweiten oder dritten Hack. Hier ist der First Chatbot with SAP Conversational AI. Das ist ein freies Programm dazu von SAP. Und Sie können das dann auch frei laufen lassen. Ihnen hier für dieses Programm hier eingestiegen, also das schaut dann so aus. Wenn Sie den SAP zum Beispiel probieren, einen Weatherbot, das sind die verschiedenen, einen Shippingbot bauen, läuft er auf der Plattform, auf der SAP-Plattform. Unseren haben wir dann hier gebaut. Das schaut dann sozusagen aus, dass Sie hier die Intents einpflegen und dass Sie hier dann zum Beispiel sehen Sie die Items und die Intents und die Verknüpfungen, die Sie herstellen. Und Sie müssen ihn ja nicht, die Frage ist dann immer, wo läuft er? Aber Sie können ihn ganz simpel entweder über Web3 School zum Beispiel zum Laufen bringen und ihn dort einstellen oder Sie nehmen sich hier über die Browserleiste, fügen ihn hier fügen in eine Browserzeile ein. Genau. Und da kommt er schon, Elif Chatbot Schulen an das Buffy, schreibe Hallo, um eine Konversation zu beginnen. Und wenn wir hier mit Hallo beginnen, kommt zum Beispiel dann, so wie wähle aus, was du von mir wissen willst, auch zum Beispiel eben, wie funktioniert, wie beim Fred vor, wie wir gesehen haben, die Wissensmatrize und dann geht es um sozusagen Kontakt, was wollen Sie von mir, möchtest du mehr wissen, wie funktioniert die Anmeldung. Also das kann man super direkt über den Browser mit den Schülern spielen, bauen, dann hat man keine Einschränkungen, das funktioniert recht ideal. So. So. Und dann zum Beispiel in IMOX, das findet man über Digital University Hub von den Universitäten. Die Universitäten nämlich gehen ziemlich in die Richtung, dass sie sehr gut die ganzen ihre Aktivitäten online zur Verfügung stellen. Ich bin da schon eingestiegen und habe mit den Schülerinnen begonnen, direkt in Betriebswirtschaft Unterricht Learning programmieren mit Pocket Code. Ich bin sonst der Fan, mit Zero Spark mit ihnen zu arbeiten, damit sie zügig Coden lernen können. Denn ich verwende es eigentlich dann für sie oder mit ihnen, um Digital Order Processing zu erklären. Also mir geht es nicht darum, in einer Hack, dass sie großartiges Coding oder Programmieren lernen können, sondern dass sie damit verstehen, warum eigentlich die ganzen Geschäftsprozesse in einer Hack mittlerweile in einer digitalen Wertschöpfungskette so wie man das am Anfang vom Soziologen gehört haben oder gesehen haben, ja, bereits implementiert sind. Und das ist der wichtige Punkt, diese durchgängige Digitalisierung von Anbot über die Erstellung bis über die Mahnung, dass das im Prinzip bereits
digitalisiert ist. Und das kann man zum Beispiel mit der App, da am Anfang natürlich erstellt man einen Zoo, da macht man keine Geschichte damit, das ist in der Lektion 1 eher das Thema, das kann man sich anschauen, das ist mal nicht so das Hauptthema. Das Hauptthema ist ja, wie erkläre ich damit Betriebswirtschaft 4.0? Das ist die große Geschichte. Gut. Das waren die zwei OpenSAP-Kurse, die ich Ihnen gezeigt habe. OpenSAP und OpenHPI. Ja, um sozusagen abschließend Ihnen noch zu zeigen, hier Area 9. Das ist zum Beispiel eine großartige Bildungsplattform, so wie die Kollegin nachher das beschreiben wird. Das Thema Bildung wird ja immer günstiger und hier gibt es schon sozusagen, es geht ja auch darum, wie wird zunehmend transformativ in Future Skills gelehrt und gelernt und das funktioniert immer mehr in einer Granulierung. Und darum bin ich so ein Fan davon, dass man den Schülern für die Zukunft erklärt, erstens einmal sozusagen, wie funktioniert Coding und wie wird erstens einmal ihr Wissen aufgebaut und dass es sich besonders, wenn man diesen Zeitraum bedenkt, von 2050 bis 2070, jetzt noch, wo die Schülerinnen dann eigentlich erwerbstätig sind, was dort eigentlich noch hereinkommt. Gut, ich kann noch zeigen, wie kamen wir noch so drauf. Ich habe nämlich begonnen, wie gesagt, wir haben ja schon seit 15, 16 daran gearbeitet und im Prinzip war das dann durch den Novas Beavers mit dem MetaWeb, also dass die Schülerinnen verstehen eigentlich den Prozess von Connect Information, Connect Knowledge, Connect People to the MetaWeb und hier werden sie dann zum Beispiel mit neuartigen Lernen konfrontiert, wenn sie dann die Schule verlassen haben, wenn sie dann zunehmend voranschreiten. Bei uns geht es ja darum, zum Beispiel bei einem Projekt, ja, Mädchen in Technik, geht es ja darum, den Gender Pay Gap und den Gender Retired Gap. Und Retired Gap, was die Schülerinnen, ja, die ab 2060 oder 2070 in Pension gehen, dass sie besonders hier sich um ihre digitale Souveränität auch selbstständig kümmern müssen. Und hier sie einzubringen, das ist der entscheidende Punkt. Gut, gibt es einmal Fragen dazu oder möchten Sie noch genauer als die einzelnen Aspekte können dann noch hier unter den 50 zum Beispiel Sales, die Welt von Salesforce Einstein, das ist ja klassisches mittlerweile Content Management und Enterprise Resource Modeling Modell für den Verkauf, wo der Punkt ist, Schülerinnen zu erklären, wie wird hier mit KI gearbeitet und die Schülerinnen zum Bereich, wie digital bist du, die Plattform, die bespreche ich mit Ihnen immer am Anfang, ja, die werden Sie kennen vom Ministerium, welche digitalen Zukunftsberufe gibt es in der digitalen Welt und welche würden Sie sich denn gerne vorstellen, die kennen Sie eigentlich nicht, ja. Und dort geht eigentlich sozusagen die ganze Tendenz hin, wie lehre ich sie, beginnend mit den IMAX zum Beispiel, beginnend mit der Plattform, was ist künstliche Intelligenz, was macht eine smarte Zahnbürste, wie sammeln die Daten, wie können sie sich mit ihrer digitalen Souveränität ihre Daten zum Beispiel mit Polypoly auch dementsprechend halten oder schützen und wie kann man aber trotzdem daran teilnehmen. Ja, es ist 12. Hallo? Ja, das war eine Punktlandung. Ja, genau. Ich wollte sagen, bin ich soweit, habe ich mir soweit verständlich den Bereich eingebracht. Ich konnte nicht, wollte auch nicht alle 50 Aspekte durchbringen. Die sind auch dazu da, dass Sie sich dann selbst durchschauen. Wenn Sie mich kontaktieren möchten, franz.ramskog@schulen.bfi, bin ich leicht zu erreichen. Die verschiedenen Möglichkeiten, vielleicht haben Sie Fragen dazu. Vielleicht eins noch, woher kommen Sie, von welcher Schule? Also, wenn ich fragen darf. Ich persönlich, oder? Ja. Ich komme aus Oberösterreich, Europagymnasium Baumgartenberg und unterrichte dort Informatik. Ah, genau. Ja, genau. Naja, zum Beispiel bei in Wien, genau, die Informatiker. Aber wenn Sie hier zum Beispiel eingeben, ich arbeite mit dem Kollegen von der TF Haslach zusammen, von der Technischen Fachschule Haslach, der Köck. Und das sind dort Informatiker recht gut drauf. Und zum Beispiel, wenn man hier eingibt, ja, das ist ja für mich das Entscheidende, ja,
Buchhalterinnen oder sie geben mir einen Controller. Dann Finanzbuchhalter zum Beispiel. Ja, dann können bereits 90% der Tätigkeiten standardisiert oder automatisiert werden. Das heißt natürlich für das Kernfeld, dass es sich stark ändert. Und das ist eigentlich der Bereich, das Wichtige dafür, zu sagen, was könnten Sie, oder Finmatics zum Beispiel. Finmatics haben wir noch besucht, es wird mittlerweile ein Unicorn. Die saßen noch in einer ganz einer kleinen Gasse in Wien. Da haben wir sich die ersten Automatisierungsbeispiele von Buchungen und vom Scannen angeschaut und mittlerweile können Sie mit Ihrem digitalen Assistenten 50% der Automatisierung des Rechnungswesens beschreiben. Und diese Fragen oder diese Lücke, die jetzt da entsteht, wie wird da automatisiert, wie kann man das Schülerinnen beibringen? Eines anderes an Städten, die sind auch ganz gut. Und wer irrsinnig gut ist aus Oberösterreich, die das sehr gut bringen, ist die Oberösterreichische Wirtschaftskammer. Die hat schon seit 2 Jahren eine gute Infosendung zu KI. Die zeigen auch gerne, die wird immer gesammelt auf YouTube mit PowerPoint-Präsentationen und das ist recht ein guter Geschick. Das ist zum Beispiel Box-IT. Box-IT ist auch eine Form, wie man Rechnungen mittlerweile scannt, automatisch den Buchungsschritt und dann an ein Buchungssystem, wie zum Beispiel an das Oberösterreichische, an die BMD weiterleitet, gegeben. Das ist also der Hintergrund, warum ich mich da besonders dafür einsetze, besonders für Schülerinnen. Also der Mädchenanteil bei einer Hack macht ja auch 70%. Und diesen hier besonders, den Gender Pay Gap, der nur über eine Technisierung mit Mathematik, Informatik, eben über MINT-Kompetenzen beschlossen werden kann. So, Schluss. Gibt es nur Fragen aus dem Auditorium?